Es scheint ja sowieso eine gängige Doktrin heute zu sein, Schwache bzw. weniger Fähige über die Starken, also über die Leistungsträger zu platzieren. Eine wunderbare Pöbelherrschaft, also wie sie im Buche steht. Und wer die Starken schwächt, um die Schwachen zu stärken, der schwächt nun mal beide, selbst wenn er es gut meint. Ja, und die Fähigen, also die Aristokraten, das sind nun mal die Kerngesunden. Und wenn wir eine Aristokratie hätten, was übersetzt bedeutet eine Herrschaft der Besten, dann dürfte doch auch die gesamte Gesellschaft besser, fähiger und gesünder aussehen, oder nicht? Ist ja logisch nachvollziehbar und natürlich auch historisch fundiert. Guck mal hier, daraus geht hervor, dass der Zusammenhang zwischen Gesundheit und politischer Einstellung bereits im Kindesalter beginnt. Gesunde Kinder sind als Erwachsene eher konservativ, was auch bedeutet, dass ungesunde Kinder als Erwachsene eher liberal sind. Schockierend, stimmt's? Aber nochmal, Leistung zu erbringen, das ist ein Zeichen von glänzender Gesundheit, da sind wir uns doch hoffentlich einig, oder? Und hier siehst du's, bei Erwachsenen, die als Kinder eine ausgezeichnete Gesundheit hatten, war die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine konservative Ideologie vertraten, um 30 Prozentpunkte höher als eine liberale Ideologie. Ich werde jetzt hier natürlich nicht die ganze Untersuchung durchgehen, das kannst du ja bei Interesse selbst machen, also wenn es nicht zu anstrengend ist, sich mal mit empirischer Wissenschaft zu befassen. Jedenfalls, und darum sollte es mir hier ja gehen, dürfte die aktuelle tendenziell unfähige und oft bis unter die Dachkante blasierte Generation sie weniger geeignet sein, künftig eine Gesellschaft zu formen, welche geprägt ist von Wohlstand, von Harmonie und gesunden Beziehungen. Die einzig wirklich nachhaltige Gesellschaftsform im wahrsten Sinne des Wortes, das ist die Leistungsgesellschaft, in der gesunde und traditionelle Werte vermittelt werden. Und genau das passiert ja, wie wir alle sehen können, bei bzw. für Zoomer nicht. Also, Hierarchien sind gesund und richtig. Das Leistungsprinzip ist gesund und richtig. Ungleichheit ist richtig und natürlich auch biologische Veranlagung zu berücksichtigen ist auch richtig. Vielleicht wird ja die kommende Generation, die man spannenderweise Generation Alpha genannt hat, so langsam damit beginnen oder beginnen müssen, den allgemeinen Schwächekult und Gleichheitsdogmen wieder dahin zu verfrachten, wo das Ganze hingehört, nämlich in die Mottenkiste der Geschichte. Übrigens, wenn du einer bist, der es bevorzugt, mit Leistungsträgern zu konkurrieren, sich mit diesen zu messen, diese zu würdigen und du dir auch selbst überdurchschnittlich viel abverlangst, dann sind das schon mal gute und heilsame aristokratische Zeichen.